Topfgucker TV empfiehlt. So, liebe Zuschauer, mein Name ist Frank Liemann, Hotel und Restaurant zur Linde im Freital. Und ich habe für Sie heute ein Spargelrezept, völlig unkompliziert, aber dafür umso schmackhafter. Ich werde es Ihnen erklären und zeigen und Sie kochen es einfach nach. Wir fangen einfach an. Etwas vorbereitet habe ich schon den Spargel, der ist schon geschält und knackig gedünstet. Das heißt, er hat noch Biss, er darf nicht zu weich sein. Kann man probieren, wenn man die Stange in die Hand nimmt, sollte es hier noch relativ gerade stehen bleiben und nicht abknicken. Dazu habe ich eine Pfanne. Aus Bratfett nehme ich eine Pflanzencreme meiner Wahl. Das ist jetzt nicht so wichtig, welche, was Ihnen am besten schmeckt. So, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen mit der Temperatur arbeiten. Und jetzt gucken wir mal, was wir mit dem Spargel machen können. Hier in diesem Behälter habe ich Käse und Schinken. Den Schinken, den räuchern wir selber oder kaufen. So, und dann nehmen wir uns einfach mal zwei Stangen und die packen wir hinein in etwas Schinken. Wohlgemerkt, der Spargel ist schön gewürzt, da brauchen wir also nichts mehr unbedingt dran machen, weil der Schinken ja selber auch Würze bringt. So, suchen wir uns noch eine schöne Scheibe Käse. Den Käse nehmen wir als Scheibe mal so ein bisschen der Quere und schlagen den so rum. 1, 2, 3, und dann haben wir die 9. Das kann noch ein bisschen warm werden. Derweil kann ich Ihnen schon mal was zur Soße sagen. Hier hinten habe ich den Spargel von. Wir haben ja die Schalen übrig. Die Schalen also mit etwas Salz aufkochen. Und schon haben wir die Spargelbrühe oder Spargelfond. Darin wird dann auch der Spargel gegart und später für die Soße verwendet. Muss auch noch ein bisschen heißer werden. Dann kann ich das zeigen. Ich könnte vielleicht noch eine zweite Portion vorbereiten. Also pro Person kann man schon gut und gerne 4 Scheiben Spargel vertragen. Mit den Schinken und Käse auf keinen Fall zu viel. Und Kartoffeln 2, 3 Stück. Und Sie haben eine wunderschöne Mahlzeit. Wer möchte, kann sich auch noch ein bisschen Salat, da passt gut. Ein Rapunzelsalat oder irgend so was Einfaches, Leichtes. Also keinen schweren Sellerie-Salat, wäre übertrieben. So, Temperatur bin ich noch nicht ganz zufrieden. Warten wir ein bisschen. Vielleicht können wir da weit schon ein bisschen würzen. In die Soße kommt noch ein bisschen Salz hinein. Tja, und jetzt kommt's. Jetzt kommt's, das Wichtigste. Ein guter Tropfen Wein, natürlich nehmen wir unseren einheimischen Sächsischen. Und, so, das könnte schon reichen. Und jetzt, das ist der Tipp von mir für Sie. Ganz wichtig, verwenden Sie nie einen billigen Wein zum Kochen, sondern immer den, den Sie zum Essen dazu trinken. Und, Moment, ich muss auf die Uhr gucken, es ist noch um 12, wir können schon mal kosten. Zum Wohl. So, derweil ist das Fett zerlaufen. Es könnte noch ein bisschen heißer sein, aber ich werde es Ihnen trotzdem schon zeigen. Spargel hinein mit dem Käse. Und dann braten wir. Vielleicht werden die einen oder anderen vom Topfgucker TV sagen, schon wieder Käse, kocht hier und Kliman nur mit Käse. Natürlich nicht, aber es passt wirklich sehr gut zum Spargel. Und Spargelschinken kennt ja auch jeder. Und dazu die Kombination mit Käse ist ja auch nicht so weltfremd. Wir gehen wieder zurück zur Soße. Das Problem, was die Hausfrau mitunter hat, sie mag nicht unbedingt fertige Hollandaise, möchte sie gerne selber machen. Und dann kommt schon mal vor, dass man zu schnell geschlagen hat und die ganze Soße geht auseinander, die Eier flocken aus und die Mutti ärgert sich dann und sagt, ach, wieder alles umsonst gewesen heute, die Soße umsonst gemacht. Deswegen machen wir heute eine holländische Soße, also keine Hollandaise. Und die ist sowas von kompliziert. Wir brauchen einfach den heißen Spargelfond oder Brühe. Je nachdem, wie Sie es aussprechen. Also der Franzose sagt Fond, der Sachse sagt eher Brie oder Brühe. Und dann ungefähr das Verhältnis 1:1 mit Butter. Das lassen wir aufkochen. Und wenn das gekocht hat, habe ich hier schon ein bisschen vorbereitet. Ebenfalls kalten Spargelfond, das ist ganz wichtig, weil wenn der heiß wäre, würde es klumpen. Und dazu Stärkemehl, Kartoffelstärke, geht auch Maisstärke, das ist egal, Hauptsache Stärkemehl. Wird gut verrührt und wenn dann die Butter zu laufen ist, alles richtig heiß ist, dann wird die Soße damit gebunden. Und damit die Soße noch ein bisschen Farbe bekommt und der Hollandaise noch ein bisschen ähnlicher ist, schlagen wir uns noch 2 Eier auf und werden dann ganz zum Schluss das Eigelb unter die Soße drunter rühren.
So, unser Sößchen kocht. Das heißt, für das Sößchen. Jetzt muss es ein bisschen schnell gehen. Jetzt kommt die Stärke dran. Vorsicht also. Ich würde jetzt Ihnen nicht unbedingt vorschreiben wollen, welche Menge. Die Soße muss nicht so dick wie eine Mehlsoße sein, aber weglaufen soll sie auch nicht. So, und schon bindet es. Das ist bei der Stärke der Vorteil. Und vor allen Dingen, bei Stärke muss man nicht auskochen wie Mehl, weil die ja keinen eigenen Geschmack mitbringt. So, die Herdplatte machen wir runter. Und jetzt können wir auch schön das Ei hineinrühren. Ab jetzt darf es nicht mehr kochen, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. So, und jetzt sieht man schon, dass die Farbe ein bisschen gelblicher und schon viel anders als holländisch sieht es für mich aus. Ist eine holländische Soße. Ein bisschen Zitrone würde ich noch dran machen. Das kann man noch drauf. Zum Spargel passt Zitrone immer. Und unser Spargel ist soweit. Ich denke, wir können jetzt wenden. Ja, weil man muss prüfen, ob unten der Käse fest geworden ist. Der Käse sollte übrigens 30, maximal 40% Fettinhalt haben. Denn sonst läuft der Süße in der Pfanne weg. Aber so gefällt mir es schon. Der ist schön gekrustet. Und noch ein, zwei Minuten maximal, dann ist das schon fertig. So, jetzt wäre es soweit. Er ist von beiden Seiten schön gekrustet. Und denke, wird uns dann gut schmecken. Dazu noch eine Kartoffel oder zwei. Noch mal eine erstmal. So. Und jetzt kommt's. Ach, unsere Soße. Fantastisch. Die können wir hier so ein bisschen in den Spargel ziehen. Und wir haben ja reichlich gekocht davon. Links und rechts neben die Kartoffel. Die Petersilie. Die Petersilie, liebe Zuschauer, das ist wieder so eine Geschichte, wo, naja, nicht wenig Köche sagen, völlig überholt und verpönt und mach mal nee. Das kann ja sein. Aber grün ist immer gut fürs Auge. Dazu kommt noch, dass Kräuter immer würzen und zum Teil sogar dazu führen, dass man weniger Salz verwenden kann. Weil, wie gesagt, Kräuter ja ihren eigenen Würzgeschmack haben. Sonst gibt es ja auch nicht die Kräuterweiblein, Kräuterhexen, wie sie alle sich so nennen. Und wie ich schon erklärt habe, aus unserem Gewächshaus, frisch geerntet, ist das eine tolle Geschichte. Also ist wirklich noch genug Vitamin C drin. So, liebe Gäste, liebe Zuschauer, Gäste vielleicht bald, liebe Zuschauer, so sieht es fertig aus. Sie können das ganze Haus nachkochen, dann fotografieren, schicken Sie es an Topfkur.tv oder an Hotel und Restaurant zur Linde, besuchen Sie uns und es gibt eine Überraschung, vielleicht Prosecco. So, Christian, ich stoße Sie aneinander. 1,50 Meter eingehalten, wir müssen uns jetzt genau bei der 75 treffen. Schaffst du das? Ja. So, Achtung, Gong. Zum Wohl. Danke, Frank. Zum Wohl. Jetzt verstehe ich den Sinn dieser Mundtücher, die kann man zum Abwischen benutzen, damit man keine Ränder auf dem Glas hat, Christiane. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de